Hallo! Da sind wir wieder. Servus! So, es ist ein. Heute die Bayern-Edition. Heute die Nein! Bayern-Edition. Na, lieber nicht! Ja, die beiden wollen mich an Bayern. Irgendwie. Oh, es ist einige Zeit vergangen. Wir haben hier unten jetzt die zweite Peat-Farm gebaut. Wir haben uns doch entschieden, dann nochmal offscreen was zu machen. Das wäre für Kamera einfach unglaublich langweilig gewesen, ewig auf Pete zu warten, zum Beispiel. Also, ganz ehrlich, das Fackeln. Was? Da kein Licht hier unten. Das kann nicht angehen. Ist ja zum Kotzen. Ich brauche kein Licht, ich habe Nachtsicht. Ich brauche keine Nachtsicht, ich habe Licht. Ja, das ist alles eine Sache der Ansicht. So, Mycelium haben wir jetzt auch zum Glück. Ich glaube, das Peat haben wir aber noch nicht ein. Ne, haben wir noch nicht eingereicht, genau. Soll ich das einstellen oder bist du das händisch? Mach du mal. Okay. Dann habe ich letztens noch was entdeckt, jetzt nachdem wir Purple Madness abgeschlossen haben. Was ich jetzt auch gleich mal claime, weil ich es vergessen habe. Ich glaube ich auch noch nicht. Stimmt, Hat ja. sich ein neues geöffnet, nämlich namens Junk Dealer. Und weil das auch wieder so eine Farmquest war, haben wir da schon so teilweise was offscreen auch zusammengesammelt, weil das echt auch echt. Aber wir wollten das wenigstens hier einreichen. Genau. Moment, Purple Madness, so So rechts many dann random and Path. seemingly useless things are available in the world. Hopefully you haven't been avoiding them. The junk dealer needs random stuff to complete a modern art sculpture. Er braucht 1000 Pfeile. Ja, Effizienzrune. Effizienzrune, wo? Bei mir in der Reward Bag. Oh, stimmt. Auch mal nachschauen. Revard, Bach, Revard, Berg, Revard. Wo ist die hin? Ach da. Erstmal die Greater. Greater hat mir 16 Kokosnuss-Saplings. Kokosnuss-Saplings. So, Pete ist fertig. ME-Cable, ME-Precision, Import, Export und Storage Buses. Also bei Logic Gist ist jetzt auch fertig. Logic Gist. Was? Ja. Klang ein bisschen komisch, oder? Was? Es ist Ich gut. glaube, Simon und ich wissen, was wir verstanden haben. Ist schon okay. Okay. Soundmuffler. Keine Englisch. Naja. Jack of all trades. Yay. Und Und hoffentlich haben wir da genügend. Ethereal Essences in every fucking kind of stuff and Krams. Was, wo, wie, was, hä? Meine Reward Bag dafür. Ein Stack Dreck! 12 Wo? Milliarden 633 Ethereal Essences. Morning, oder wie, oder was, oder wie, oder was, oder hä? Punji. Achso, hat noch gar nicht neu. Doch, irgendwo ist eine neue Quest. Ja, Jack of all trades. Bin verwirrt. Ja, nee, aber es ist hier noch eine unclaimed bei mir und ich habe keine Ahnung, wo. Also. Ich schätze mal, das ist die Ja, Biologist. Nick, Biologist. kill the Zombies. Irgendwie. Oh. Warum Mining auch Plus. immer. Stimmt, das habe ich jetzt auch hier. Zero killed, claim reward. Ja, das ist wieder, boah, Singleplayer. Ich meine, ich habe Was ist trotzdem der geclaimed Nachteil, jetzt, wenn man. aber. Na. Recipe. Das ist der Nachteil, wenn man auf dem. Ach, das ist die Repeatable Quest, genau. Auf dem Server spielt, ja. Die mehr verhungern mit dieser Quest. Es war so viel einfacher. Immer nur Und drei Zombies so. töten und das ist vier Äpfel. Das ist ja nicht witzig. So, das heißt, wir brauchen nochmal 100 Peat. Ja. Schauen wir mal in die Farms, wa? Peat, ja, vielleicht haben wir schon genug. Ich meine, die liefern ein bisschen was weiter.
Und vor allem ist die auch was größer als die anderen. Ja. Macht die das automatisch zum AI? Nee, macht sie nicht. Nee, macht sie nicht. Gut, ich hab's rausgenommen. Ja, das sind fast 100. Bisschen fehlt noch 20 Stück oder so. Kann jemand mal schnell was basteln, um die Flints automatisch einzureichen? Ja, mach ich. Danke. Was okay, machst du das? Bungee-Sticks. Ich krieg davon nicht mal Schaden. Ebenso. Weißt du, was passiert ist, dass meine Rüstung langsam den Geist aufgibt? Ja, nicht mal das. Wenn ich mir davon Schaden kriegst, dass ich selbst auf dich draufgeschlagen hab mit. Kriegst du davon wenigstens Schaden? Sieht nicht mal mein, so aus? Nicht mal mein Schwert macht dir noch Schaden. Flint-System ist eingebunden. Echt nice. Okay, das lädt. Da macht mir eigentlich so praktisch nichts mehr Schaden. Wirklich? Ziemlich sicher. Komm nochmal her. Latte gegen die Wand. Oder wie willst du das machen? An die Wand. Hat es Schaden gemacht? Glaube nicht. Das siehst du ja oben. Warte. Ich schlag mit drauf. Okay. Ja, irgendwann geht sein Blut leer und er explodiert oder so. Geh auf den größeren Punjabi-Stick. Nee, ich hab nur noch den einen. Die machen mehr Schaden? Okay. Blut. Sind noch genug Ressourcen, die ich da hab. Auch wenn ihr so 2.000 bis 3.000 pro Sekunde abkillt, aber... Ja, das wird gut, das machen wir weiter. Warte mal, kriege ich dadurch XP? Nee, schade. Nee, nur beim Töten. Glaube ich. Ihr könnt mich nicht umbringen. Na, ja doch. Aber wenn Strength Potion oder so? Wenn du mehrere tausend pro Sekunde verlierst, geht das doch recht schnell. Ich hab nur... Na, 8 Milliarden. Oh, so wenig bloß. Was war denn das gerade für ein Vieh? Ich glaube, das war einer von den Guardians, die jetzt hier sieben Mal raufbeschworen hat. Beide sind tot nebenbei. Der dritte auch. Was gibt's denn zu futtern? Die sind schwächlich. Wie viel hast du von denen? Wo bist du hin? 4. Ach, hat sich weggeportet. Nee, ich bin gehüpft. Weggeportet, ey. Unterstellung. So, au. Gut, jetzt habe ich wie viel noch? Ui. Kann jemand noch schnell die paar anderen Embers zusammencraften? Oder wie macht man das? Oder kann man die Ohrs einfach zusammenpacken? Die Ohrs stellt man hin und baut man ab, oder wie, ne? Ja, warte, dafür haben wir auch Automatisation. Echt geil. Ember, Moment, ich muss sie erstmal finden. Einfach Ember hinschreiben. Ach ja, stimmt, ich habe ja da... Hinten irgendwas gebaut. Ich hab hier was gebaut. Scheiße. Da war irgendwas. Wo? Oh. Wie viele Kabel einfach mittlerweile hier sind, wenn man mal hinschaut. Wieder mal dahin, wo ich nicht hinkomme, ey, wie ich sowas hast. Du kommst doch dahin, du bist doch schon da. So, nur dass das Ding anscheinend nicht auto-outputtet. Doch, jetzt. Macht nix. Lol. Du bist selber mit runtergeflogen. Ich hab dich geschlagen und hab einen Rückstoß gekriegt und bin zurückgeflogen, ein Stück weit. Ja, weil ich Swans drauf hab. Ja. Ganz ehrlich, das war jetzt schon interessant. Ich hab einfach beide gleichzeitig runtergekickt. Ja. Ist das nicht ein bisschen schneller? Ja, relativ schnell. Haben wir mehr Autonomous? Aha. Leicht wie eine Feder. Komm, du bist high wie eine Feder. Das auch.
Ich glaube mir da jetzt einfach mal hier ein paar. Gut, da. Amber und so weiter, Flint kommt auch. Haben die 64 Millennium Blocks, die jeder von uns gekriegt hat, eigentlich irgendeinen Sinn? Nö, sie sind lila. Sind einfach Bling Bling. So. Im wahrsten Sinne des Wortes. Welcome to the end of this world. Completion. Und so weiter. Brauchen wir Nether Iridium 4. Haben wir da genug? Au. So wie die Laser laufen, eigentlich sollten wir genug haben. Was machst knapp, du da? Ja. Ich hab nichts zu tun, wir haben so viel von dem Zeug. Ach so. Ich fand, das sieht voll hübsch aus gerade. Mach ich jetzt eine Allee draus. Puh, ich hab nichts, womit ich diesen Stein zerschlagen kann. Werkzeug. So, jetzt dürfen wir genügend Ember haben, oder? Hm, fast. Was, wie? Oder? Bisschen noch. Fertig. Unglaublich hübsch. Ja, doch, irgendwie. Kommt sie besser aus als erwartet, oder? Was übrigens hat unsere Holzplattform angefackelt. Habe ich tatsächlich. Vollfürst hier. Komm, wir haben jetzt so viel davon, jetzt sind wir reich. Jetzt können wir das Löcher einfach mit Vanillium auslegen. Komm. Ja, gut. Who dann cares? Dann mache ich noch mehr Löcher, ne? Nein. Oh. Mit Löcher in dich? Ist was? Nö, ich will ja nur im Gesicht stehen. Ach so. Na dann. Jetzt nicht mehr. Holt er mich einfach an irgendeinen random Fleck. Ja. Vollfürst. Hey! Du böser, böser Bube. Reicht langsam, du bist der Einzige, der es witzig findet. Möglich. Nicht möglich, sondern sicher. Ihr habt trotzdem verdient. Hast die Iridium jetzt ja schon. Ah, oh, dann mach's ich. Dann mach's. Ich geb die Iridium ab. Dann gib du die Iridium ab. Weil der Reward ist ziemlich geil. Woher weißt du das? Singleplayer. Ah. Du bist so ein kleiner. So viele resonante Starkkisten. Mhm. Da mal dürft ihr raten, was drin ist. Kram zum Dreck. Zerstören. Noch mehr Strongboxes. Ja. Aber was ist wohl in diesen Strongboxes noch mehr dann? Strongboxes. Noch mehr Strongboxes. Noch mehr Strongboxes. Nee, bei hier sind Fire Shards und Air Shards und Dings Shards drin. Das sind alle Rewards, die sie in den Reward Bag gibt. Kein Ernst. Alter, doch einfach alles. Doch, jo. Ja, alles. Ist doch nicht ein Ernst. Und warum ist die End jetzt trotzdem noch bei 87? Ach, man kann einfach drüber havern mit Shift und das Contain. Ich hab jetzt alle aufgestellt. Ja. Ups. Eine Lüge. Jetzt sehe ich mal 1 Infinity. Das hat man, glaube ich, noch nicht. Man konnte einen Bogen finden mit Power 3, Punch 3, Flame 3 und Infinity 3.
Weil Infinity 3 so viel Sinn macht. Eine Pfeile heißt Infinity. Geil, wa? Ja. So. Sagen wir mal so, was ich von dir. Von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, in der Kiste sind eigentlich nur Sachen drin, die wir alle schon mal gekriegt haben. Ja. Die anderen drei Kisten? Die sind jetzt alle hier hinten auf, ne? Ist ja egal. Ja. Ja, wir haben es doch geschafft, oder? Trödelündel. Yay. Strongbox Party. Ja. Ja, okay, fast. 96.000 Flints immer. Kurz, Backup, jo. Achso, stimmt, wir müssen ja jetzt Zerstörungsparty feiern. Jo. Ja, so. Ja, komm. Ja, mach. Was? Kopiere Elemente. Wir kopiere Elemente. Update. Oder nicht Update, Backup suchen. Human in your chamber timed out. Oh! Da ist einer weg. Das wird Konstantin gewesen sein. Und da steht der Zuhörer. So, mit was kann man am besten Sachen kaputt machen? Federn. Golden Egg. Dieses komische Ding, vor dem du nicht viel gewarnt hast. Klingt aber so. Ja, das erstellt aber nur Griefe. Ja, und? Ja, die nerven bloß ein bisschen. Sind aber nicht zerstörungswütig. Oh. Warte mal, was? Hab ich da nicht irgendwo TNT gelesen? Normales TNT ist aber auch langweilig irgendwie. Ja, stimmt auch. Ne? Und nicht unbedingt. Ah, ich weiß schon, was ich mir hole. So, machen also Griefe oder wie, oder was? Sehe ich nicht. Ah. Doch, jetzt drehen sie sich. Ich hab's noch nicht gesehen, meine Güte. Komm noch her. Ihr könnt nichts kaputt machen, bevor ich. Könnt nichts machen, bevor ich nicht alle Kisten aufgestellt habe. Oh, das ist natürlich geil. Was denn? Da sind massig Potions drin, die übel overpowered sind. Aha. Fertig, schaut her. Ja, wundervoll. Hat eine Weile gedauert. Kann nicht mehr denken. Ach, ich hab's noch so ein paar gesetzt. Markus? Mhm. Schau mal hier hinten hin. Bei den 16 Teilen. Einfach mal hingehen. Warum? Weil ich alle von den Bonks platziert hab da hinten. Alle? Alle. Ach, die Boxen in den Boxen. Hier. Nicht schlecht. Wenn hier Explosionen stattfinden, kannst du dich darauf sicher stehen, dass alles Strongboxen sind. Und in jeder von denen ist einfach irgendwas. Die ist leer. Okay, das heißt, man konnte wahrscheinlich auch eine Strongbox einfach kriegen, logischerweise. Also viel. Wie benutze ich die Foki? F. Rechtsklick. Nee, ist der Stab leer oder voll? Oh! Sorry. Was? Voll? Ah ja, es tut dir voll leid jetzt. Nein, Alter. Ich hab's nicht gerafft. Muss ich da irgendwo drauf zielen, um das zu nutzen? Au. Oh. Die Fledermäuse schon, ja. Ah! Ahem.
Oh Mann, ey. Was? Nicht Mach ich letale eben das hier? Verteidigung. Ja, optimale Verteidigung, ja. Nicht letale. Ich bin rein zufällig gerade fast verreckt, weil ich in die Void gefallen bin. Nicht letal. Wo seid ihr? Weil er mich irgendwo auf so einem, auf so einem Kabel gespawnt hat, was über dem Nichts hing und ich dran vorbeigefallen bin. Nicht letal Wow. für den Arsch, meine Fresse. Das hat mir 3,5 Lebensleisten gekostet, da unten zu verrecken gerade. Okay. Fast. Wie viel Ey, über prallt ihr Strongbox von dir geschrieben? ab? Nee. Ach, geht. Lässt du mich jetzt bitte in Ruhe? Darf ich bitte an meine eigenen Boxen ran? Danke. Bitte. Du hast einfach. Ich will an meine Sachen gerne ran. Meine Güte, was machst du bei meinen Sachen? Hier was ausleihen. Wie da halt einfach irgendwie so ein Viech steht. Was soll denn das darstellen? Was für ein Fibo? Das mit Manilium bauen. Das habe ich Irgendwas. gebaut. Das ist einfach nur hübsch. Okay. Wo sind die ganzen Fuki hin? Die habe ich in meiner Tasche. Alle? Alle. Meine ich übrigens ernst. Aha. Simon? Das hat jeder jetzt gesehen. Ja. Und Du Schlingel, du! es sparkelt schön. Gibt's da sowas wie ein Nuke? Schade. Noch ein paar nochmal kommen. Und noch eins und noch eins und noch eins. Hui. Ja, Hui. wir sind jetzt praktisch durch mit dem Spiel, oder? Jo. Ist das göttlich? Also die ganzen Fledermäuse. Okay, die gehen auf die Mann. Weil ich überlege die ganzen Fledermäuse nämlich nicht. Wie geil das halt ausschaut. Was macht jetzt das goldene Ei eigentlich? Es dreht sich. Das macht einen Griefer. Ah. Das dauert ein bisschen. Oh, ich glaube, mein Wand ist leer. Ja. Die Kann ich kannst da du. einfach so? Nein, die leerst du ganz aus. Du musst vorsichtig sein, dass du mindestens eins drin lässt. So, weil Ich ich kann das kann machen, nämlich. weil ich dieses Thaumaturgen-Kram habe, aber du kannst das nicht. Du musst aufpassen, dass du mindestens immer eins drin lässt. Ich kann das ja nicht mal sehen. Ja, aber dann kannst du natürlich auch nicht vernünftig ausleeren. Wenn du so leer machst, ist das scheiße, ne? Ja, die Map ist dreh schon zu Ende. Auch wieder. Aber dann kann ich sie nicht mehr, dann kann ich meine Sachen nicht mehr auffüllen. Ey. Oh ja, Simon hat Spaß. Das war jetzt Alex wegen der Dein Fledermäuse scheiß und Teleport ist OP. das war wegen der Fledermäuse, die wollte ich weghaben. Und du standst mal gerade am Weg. Muss eine Zauberstäbe aufladen, das dauert ja eine Weile. Dauert zu lange. Ah, die Griefe schlüpfen, glaube ich, ja.
Na, hübsch. Oh, ach du meine Güte. Ey, ich seh's nicht. Meine Fresse, klaut mir doch nicht die ganzen Blöcke. Bumm, da kommt eigentlich ein Mob raus. Ich glaube, der ist runtergefallen. Sag's dir, hey. Mäuse. Muss mich schnell so einen Flugtrank reinpfeifen. Will erstmal holen. Ja, und zum Abschluss. Zum Abschluss? Na komm. Ja. Möchte auch erstmal so ein Glied verschlüpfen sehen. Das scheint ja noch eine Weile zu dauern. Ein bisschen, ja. Macht unser eigenes Feuerwerk, das ist viel cooler. Ja. Obwohl ich gar nicht sehe, wo meine hingehen, aber gut. Die gehen in alle Richtungen, in alle möglichen Richtungen. Was genau schießt du eigentlich? Max Curse. Ah, oh, Moment, den habe ich ja auch. Pace Curse ist der grüne, naja. Ja. Ich kann, glaube ich, gar keins mehr schießen. Ich glaube, ich habe keine Materialien mehr dafür. Ich auch nicht. Oh, der Creeper schlüpft. Schau hin. Creeper? Creeper. Wenn der mir jetzt meine Soundcraft-Sachen kaputt macht, ne? Was? Ich glaube, der kann nur Vanilla-Blöcke nehmen, ne? Oder diese normalen Blöcke. Puff, weg. Hat mir Vanilla. Ach, der hat einfach was draufgelegt, okay. Ist ein netter Bube. Ja. Der hat sich schön abgedeckt. Also komm, ich geh jetzt in Creative. Kein Bock mehr. App sprengen? Nein, ich doch nicht. Optionen. So, Creative. Naja, warum nicht? Jetzt ist doch eh alles vorbei. Tja, ja. Und wenn ich jetzt, dann in 4 Minuten. Warum in 4 Minuten? Weil dann die Eier schlüpfen. Welche Eier? Die goldenen Eier, die ich hier gerade überall platziere. Dauert es so lang? Nehme ich mal an. Nee. Gibt's denn nichts Interessantes zum Sachen in die Luft sprengen? TNT, ne? Da bin ich interessant. Einfach mal alles Mögliche durchgehen. Ne, eigentlich wirklich. Witzigen kaputt machen tut mir hier wirklich gar nichts. Nee. Und selbst wenn TNT bringt auch nichts, weil wir doch die Explosionen ausgeschaltet haben, oder? Ja. Und es geht los. Ach du Heilige. Wow. Ich meine, das ist hübsch, aber. Alter, mach doch nicht mal unsere ganze Map kaputt. Das ist doch überall Sinn gleichzeitig. Dran. Ah, süß. Alter, verlierst du immer mehr oder reicht es langsam? Nein, ich habe jetzt alle fertig platziert. Ja, es fängt an. Wie viel waren das? 2, 3 Stacks?
Nein, es waren 58. Ich meine, das ist hübsch, das anzusehen. Ja. Überall glitzert's. Und hier drüben auch nochmal gleich peng. Schau, das eine Ei wird mit hochgehoben. Ja. Da sieht man, glaube ich, einen Mob gerade. Ja, hier ist einer. Mini-Me. Der hebt dich auf. Du musst aufpassen. Der will mich aufheben. Hahaha. Ha, ha. Arsch. Ah, einfach. Off. Aber keine weiteren mehr setzen, ne? Ich will erstmal die Destruktion mir angucken. Jo. Bin alle. Jo, hier am Zuckerrohr ist auch noch eins. Hast du auch eine in unser Haus platziert? Nein, ne? Nee. Okay. Das kommt noch, ganz zum Schluss. Oh, hier ist Taint. Ich würde sagen, der Glowstone läuft aus. Ja, der Glowstone läuft aus. Oh. Ja. Ja. Das sieht ja witzig aus. Ja, das Zeug fließt ja irgendwie nach oben. Wow, wow. Alter, was? Nein. Was? Bin runtergefallen. Oh, hier ist Liquid Ender. Auch am Auslaufen. Flip flop. Oh ja. Puff. Oh. Bist du nicht im Creative? Ja, ich bin trotzdem runtergefallen. Meinst du, ich latsche den ganzen Weg nochmal hoch? Ja. Na. Aber ehrlich, einfach. Ja? Hier stehen immer noch ein paar Eier rum. Du platzierst doch neue, oder? Nee. Okay. Die sind alle damals, wie sie waren. Ich glaube, das hier beim Zucker hat einfach nicht ausgelöst, oder? Keine Ahnung. Das ist viel wasserscheu, oder. Der ist so schön, wenn wir wieder den. Ach, hier oben, schau mal, die Mobfarm löst sich auf. Was? Ah. Ja. Freiheit mit der Wisps. Mit den 12.783.000 Wisps. Ja. Sieht witzig aus. Ja. Hat was. So. Da hinten geht doch noch ein Ei auf. Löst auch wieder eins aus, jo. Boff. Pam, und noch ein Loch im Boden. Alter, die Farm ist ja auch vollgespickt mit den Teilen. Die armen Kühe. Ah, egal. Alter. Mhm. Schau dir mal unsere Erdplattform an, die sieht gerade voll geil aus. Da haben sich Grasblöcke in Leaves geglitscht. Aber ich finde, das hier sieht gerade voll cool aus. Man hat hier so diesen Weg, dann hast du das so ein bisschen. Keine Ahnung, ich finde das sieht voll cool aus. Postapokalyptisch. Ja. Floating Block heißt das Ding hier. Ja. Jo. Ach, schau mal da hinten. Jetzt geht die Tierfarm kaputt. Geisterblock mit verschiedenen Texturen. Hm? Alter, und wie die kaputt geht. Alle gleichzeitig. Die Steine sind irgendwie komisch abzustimmen, anscheinend. Hui. Oh, man kann die schubsen, die Dinge. Ach, da sind noch mehr. Und die ganzen nackten Schafe, die da immer noch eingefärbt stehen und zittern. Oh mein Gott. Nein, lass die in Ruhe. Erfahrungsbuckets. Ach, da löst schon das nächste wieder aus. Ich wäre unglaublich froh, wenn wir das jetzt aufhören. Einfach gleich nochmal in Survival gehen und ein bisschen durch diese Map laufen. Jo, können wir gleich machen. Was? Wenn die alle ausgelöst haben, vorher ist mir das so unsicher. Ja. So ist mir aber noch eingefallen, würdest du wenigstens ein oder zwei noch zu den Bienen hinstellen, weil du hast da keinen hingestellt. Nein, die bleiben schön heil. Simon? Was? Noch einen von diesen Eiern zu den Bienen? Nein, ich doch nicht. Eine reicht, ist okay. Es reicht, Simon. Simon! Gut, genau. Also, schau mal, wie die Bienen einfach bis hier oben hinschwören. Die haben jetzt auch Angst, die haben gesehen, was passiert. Wird das so eine super Uber-Special-Folge?
Ja, geht schon 35 Minuten. Ich habe dazugelernt, ich habe den Timer jetzt mit eingeblendet. Haha. Was ich No. noch machen möchte, ist, das Ganze hier im Dämonenraum mal zu machen. Also hier im Beschwörungsdingen. Ja, gleich. Nö, ich platziere jetzt schon, dann müssen wir nicht so lange warten. Ah, die gehen aber jetzt schon los. Welche, wo? Die beiden Bienen. Die bei Oder Bienen gehen noch nicht los. nicht? Die bei den Dämonen. Welche geht schon los? Nee. Ich meine, die drehen Nö. sich, aber die aktivieren sich noch nicht. Aktivieren ist erst, wenn die anfangen zu Leuchten. leuchten. Sag deinen ganzen schönen Bienen und dem ganzen gesammelten DNA-Scheiß schon mal goodbye. Dere. Der. Tun oder Jan Dere? Boah. Ich würde eher auf Zundere drücken. Weniger gefährlich, ne? Ich verstehe zwar nicht so ganz, was die Leute an Tsundere finden, aber gut. Wenn du die Wahl zwischen Zorn und Jan hast. Yandere kenne ich nicht, muss ich zugeben. Hey, es geht los. Das ist dieses Psycho mit einem drin. Ha. Weiß nicht, hast du Mira Nikki gesehen? Okay. Aber Mirai, oder wie auch immer die Tuss da heißt, ist doch dann eher Zunder. Die ist eher Yandere. Die hat auch diesen Liebesaspekt mit drin und ist gleichzeitig unglaublich psychopathisch. Ah ja, stimmt. Und das ist übrigens Yuno Juno, ja. Gasei. Einfach nur, weil es in so vielen verschiedenen Sachen kommt, dieses. Wie hat das geklappt? Es ist Yuno fucking Gasei. Ja. Es wackelt so schön. Ja. Die Arbeit von mehreren hundert Stunden einfach mal vernichtet. Naja, mehrere hundert Stunden sind es nicht, aber so 60, 70 bestimmt. Flieg mal runter, schau die ganzen Bienen an, wie die das Überleben kämpfen und einfach so ein Griefer dahin hüpft. Ja, hi, hi, hi. Und es geht weiter. Oh mein Gott. Hui. Die Dinger kann man schubsen, das ist cool. Hast du irgendwie keine Angst vorm Tod deiner Bienen, Markus? Nö. Okay. So. Wie läuft's bei den Dämonen hier drüben? Dürften jetzt auch gleich losgehen. Ja, einer ist schon geschlüpft. Echt, oh. Ja, ein paar sind noch da. So, ja, hoch. So, ich muss hier die Tür öffnen. Ach, denen ist gar nichts passiert? Ja, doch passiert ja gar nichts mit. Nee, ist ja alles wallet. Hast du selber gewardet? Jedes einzelne, wow. Ja. Da kann er mich mal loslassen? Du. Sie verehren euch. Der hat mich in den Tod Oh. gezogen. Ja. Was? Einer hat mich getragen und dann habe ich den Block unter mir gemeint. Da habe ich Du. auch. Und es geht ja einfach nicht. Geil. Ja, schon Ja. wieder einer. Die Viecher wird man auch nicht los, ne? Stirb. Wie Das tötet man Tolle die? ist, ich kann einfach nicht sterben. Bisschen vielleicht noch eine Kugel irgendwie hier auf meinen. Setz ein Ei mitten hier oben drauf. Mitten da oben drauf, mitten auf die Ja, Matrix. oder da drunter. Ich glaube eher dort drunter. Das macht's besser. Tada. Hübsch aus. Jo. Und noch ein paar kleine als Items hier drauf. Einfach weil es geht. Die machen ja nichts. Jetzt mit dem One hier Rechtsklick drauf machen, das wär's jetzt. Bzzzt. Der ultimative Obergriefer. Hat jemand schon One? Ne, Moment. Ach ja, One kann man sich gar nicht holen. Nur Cores.
Nee, und kann man sie auch holen in NEI. Aber nur den Zaumium-Boss. Ja. Ja, reicht. Reicht, ist ja der stärkste überhaupt. Ach, geht ja gar nicht. Ja. Oh. Ups, das war nicht extra. Sieht auch gut aus. Eben, immer noch aus wie gewollt. Und nicht abgeholt. Mhm. Sparkle. Noch nicht. Nee, du sparkelst. Achso, ich sparkle. Siehst du das nicht? Ich habe die Partikel ausgeschaltet. Ah, Langweiler. Video-Settings, Partikel, alle. Was ist das? Nein. Grünes TNT? Ja, das ist dieses Pseudo-Slick-Touch-TNT. Verstehe ich nicht. Das ist kein Silk-Touch-TNT, das ist einfach nur TNT, das keine Items zerstört. Ja. Wie langweilig. Wie effizient, damit habe ich ja... Oh, da hinten sparkelt schon wieder irgendwas im Dämonenraum. Ja, passiert aber nichts. Ein bisschen was türmt sich hier schon auf. Und auf einmal landet ein Ei hier oben. Das ist auch seltsam. Das sind diese paar von außen, die ihr hier abzieht, weil du die nicht gewordet hast. Ein paar wenige hab hier da. Ich habe alle gewordet, jeden einzelnen. Ah, da geht's los. Es passiert einfach nichts. Ist doch alles nichts Normales. Das ist ganz normaler Stein. Echt? Hm. Ja. Boff. Oh. Ach, da war das TNT. Genau, machen wir einfach mal so eine Zeitzünderbombe. Am besten oben einfach mal abfarmen. Aber eine, die so praktisch so Arme bis nach ganz unten macht, ne? Jo. Kann mir jemand davon mal einen Block dann geben? Weil ich habe keinen Bock, mehr zu suchen. Markus. Ja, wo bist du? Hier, direkt neben dir. Ja, passt schon. SDX oder doch besser normales TNT? SDX ist grüner. Grün ist geil. Jeder geht in eine Richtung. Okay. Und zieht sich am besten so ein bisschen über den Boden, sodass du so einen durchgehenden Weg hast. Oh, Zerstörung und Vernichtung. Mir fällt nichts ein, womit ich dieses Pseudo-One-Piece-Intro weiterführen könnte. Hast du diesen Knall auch gerade gehört, Simon? Nein. War das irgend so ein Kill, was mit Silvester bei dann um sich geschossen hat? Ich zweifle das ja. Ich habe es nur gerade. Das war ein ziemlich lauter Knall dafür. Das war kein Gewitter. Weiß ich nicht. Ich habe das Fenster offen, aber. Es klang, als käme es aus deiner Richtung so ein bisschen. Aber wenn du es nicht gehört hast. Nein. Bestimmt irgendwer auf dem Feld. Nein, ich bin bei dir angekommen. Die Schweizer. Uch, hallo. Ich wollte hier außen rumgehen auch, also mache ich jetzt auch so. Ja. Aber mach einen durchgehenden Weg, meine Güte. Ihr lasst immer Lücken. Ja, ist doch egal, reicht doch. Bin ich ja hübsch. Zünden ja so oder so. Nicht, dass wir uns Server noch überlasten, ne? Oh, das werden wir. Was kriegen wir schon hin? Ja. Aber ist noch nicht jetzt, aber ist noch zu früh. Ich glaube, ich muss mal meinen Rechtsklick-Bot anmachen. Oh, bitte nicht. Wie ist der jetzt angegangen? Mein Minecraft hat sich geschlossen. Ja, ebenso. Jo. Danke, Markus. Zu diesem gelungenen Ende. Was denn? Warum ich jetzt? Ich hab nichts gemacht? Nein, das war noch nicht deine Explosion. Nein? Hör auf, mich hier zu beschuldigen. Was soll der Scheiß? Was sagt mir denn der Server? Wie zündet man das denn? Oder geht das nur mit Redstone? Mit Flint und Steel, glaube ich. Connection Reset Lever. Und so weiter. Auch Bouncy Castle. Dass ich das war, weiß ich. Kann ich auch gleich sagen, ich war das. Aber Aha. Ich verstehe nicht warum. Ich hab die nur platziert. Vielleicht habe ich sie außerdem neben einem Schalter platziert, der an war oder so, das kann sein.
Nee. Ja, gut, dann lassen wir es sein oder machen wir noch mal weiter? Ich will eigentlich noch das Ergebnis sehen. Offscreen oder onscreen? Offscreen reicht mir persönlich schon. Ja. Muss gucken, wenn sich OBS jetzt darauf einschießen kann, das Microfenster nochmal aufzunehmen, dann können wir es auch onscreen machen. Ansonsten breche ich gleich ab. Du Wir musst jetzt werden versuchen, es den sehen. Server so zum Laufen zu kriegen, dass er sich fängt. Der läuft noch. Echt? Der hat sich regeneriert, ja. Aha, das ist nur Einmal rausgeschmissen. kurz can't keep up, current state is one und dann lief's. Data Output Stream, Buffered Output Stream, Bouncy Castle Crypto.io. Erstmal wieder Minecraft neu starten, Moment. Und ja, es funktioniert. Wunderbar. Wartet! Das ist unfair! Es ist sehr unfair, Markus. Du wartest bitte noch. Er ist doch schon drin, oder? Geh wieder Er ist schon raus! drin. Dann geh du wieder raus. Gut. Du bist doch auch drin, oder? Noch nicht. Ich lade noch. Ich habe mich nur gerade gefreut, dass OBS intelligent genug ist, zu erkennen, dass Minecraft wieder auf ist. Jetzt kann ich auch reinjoinen, theoretisch. Ich noch nicht. Dann sag mal los, dann gehen wir gleichzeitig rein. Jetzt. Login Logging in. in. Ach du Heilige. Lag. A lot. Ja, hat's ziemlich schlimm erwischt. Sure. Die gesamte Map so ziemlich. Na, außer die Ecke, wo ich schon gezündet habe, wo ich noch nicht alles lagern konnte, aus Versehen. Also praktisch hier die. Die Reaktoren sind fast safe, bis auf das, was die hier kaputt gemacht haben. Die Warte, Reaktoren Moment. sind auch safe, die explodieren nicht. Problem ist, Ach, wirklich? ich sehe den Rest der Map auch einfach nicht, weil der noch nicht geladen ist bei mir. Auf der Minimap kann man sehen, was da ist und was nicht, aber. Aber auch nur grob. Joa, hier bei den Bäumen ist das alles noch wie beim alten. Praktisch meine komplette Magie-Areal und so ist weg. Dein Magieareal? Ja. Mit meinem? Das ist tatsächlich komplett weg, bis auf ein paar Steine und die Notes. Ja, die Notes sind alle noch da. Du hast gesagt, dein Reaktor geht nicht in die Luft. Nicht selbsttätig. Also ich sehe hier was anderes. Das bisschen, was da kaputt ist, ist auf jeden Fall Das vom Reaper ist passiert. auch nicht selbsttätig. Das ist mit Fremdeinwirkung. Der kann sich jetzt Na einfach mal Quatsch. fangen langsam. Ach klar, der muss jetzt das ganze Wasser rein, die ganze Eintopf, ne? Kann man nicht irgendwie mal gibt's nicht dieses Command für alle Items, die rumliegen, mal deleten? Oder war Was, wie hieß das? Markus, hilf mir. Gute Frage. Weil Auswendig Kill weiß ich All nicht. bringt uns um. App. Help! Bringt's nicht ganz. Ja, das war falsch rein. No. Hey. Was? Ich falle. Oh mein Gott, das hat geladen. Oh. Hast du alles gekillt oder wie? Markus. Nee. Auf jeden Fall läuft es flüssig. Ja. Ich gehe dann mal in unser Haus, ne? Also in das, was davon übrig geblieben ist. Ich stehe unter Dach, also es ist mein Haus. Jetzt habe ich es gekillt. 253 Items. Nur? Ja. Okay.
Hatte mehr erwartet. Was ich schön finde, ist mal. Was zündet bisschen du? An. Ne, so. Hm. Tiere. Ja, mir ist egal, ich stehe auf meiner Strongbox, auf meiner Strongbox-Plattform, die ist sicher. Ziemlich. Hm? Na, die ist relativ sicher, sagen wir so wenigstens. Oh mein Gott. No! Plastik TNT! Not the Strongboxes! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ja. Also, okay. Das ganze Wasser, was wir oben haben, wir jetzt einfach gerade alles hier runterläuft in einer riesigen Wasserwand, wo Tintenfische drin schwimmen. Hier, das ganze Wasser von der Mob-Farm ist okay. Und zack. Warum machst du das auch? Ich weiß nicht. Doch, das warst du. Ich hab mir das Wasser angeguckt. Simon? Was? Hast du noch TNT geritzt? Ja, aber eigentlich fern von jeglichem Schalter. Ach, du auch? Mhm. Also nochmal, es ist... Minecraft startet sich bei mir immer so ewig. Ja, bei mir doch auch. Deswegen habe ich Folge ist eh schon 50 Minuten lang, da macht der Unterschied jetzt auch nichts mehr aus. Ich lade nebenbei immer noch die Sims runter. Immer noch? Immer noch, ja. Ich habe die ganze Zeit pausiert während der Aufnahmen eigentlich. Ach so. Nehmen wir jetzt eigentlich noch auf, ja, oder? Ich nehme immer noch auf, ja. Okay. Hallo Leute. Na, okay. Wie ist eine Explosion? Wie, du bist schon drin? Ach so, ja, draußen. Ist ja so ein Knall gewesen, aber der war weiter weg diesmal. Wie gesagt, ich höre nichts. Könnte auch einfach eine kleine Schießerei auf den Feldern sein oder im Wald oder auf dem Friedhof direkt. Ist natürlich das wird wahrscheinlich eine Schießerei sein, ja. Das ist natürlich hier besonders so praktisch. Ja, nur ist es. Haben wir das Gangsterviertel hier auf dem Friedhof? Ist bestimmt eine Schießerei. Nicht das Gangsterviertel, aber ihr wohnt nah dran. Aber das ist in die andere Richtung. Da kommt das Geräusch nicht vom Friedhof, bitte. Im Friedhof werden sich wohl kaum die Leute töten. Hm? Die Toten vor allem. Hm, man weiß nie. Das ist praktisch, man muss die Leiche nicht durch die Gegend karren, sondern kann sie praktisch direkt unter die Erde bringen. Das ist. Mal nebenbei. Hm? Gangsterviertel, ne? So. Randbezirk der Stadt. Ein Viertel mit recht vielen einzelnen Häusern, so ein paar Leuten und so ein paar Reihenhäusern. Und diesen Mehrfamilienhäusern. Hm? In die andere Richtung nur noch Bauernfelder und ein riesiger Friedhof. Danke. Ja, und natürlich noch das, was hinter dem Friedhof alles kommt. Was nicht näher an der Stadt zu verdienen gewohnt hat. Was? Zu verdienen gewohnt hat. Es hat in meinem Kopf Sinn gemacht. Danach nicht mehr. Zu wohnen verdient hat. Ah. Oh, das wird Spaß machen. Was denn? Die ganze U-Bahn voll SDX. Nein, das bringt die... Um. Lass mich ihn erstmal anschauen, bevor du weiter sprengst, okay? Okay. Danke. Weil das schmeißt mich nämlich wieder raus. Und ich will nicht ständig Minecraft neu starten, Mess. Ach klar, ist den Altar auch zerlegt. Ich ball in Yellorium. Blood Magic hier. Ich zünd mal Kühe an. Nein, warte mal, die möchte ich erstmal verteilen. Die Kühe? Die brennen aber schon. Ja, die Kühe wollte ich eigentlich verteilen. Warum verteilen? Markus? Ja? Schau mal. Oh. Nur eins. Ist nur eins. Ist da ganz aus Versehen passiert. Und ich bin ganz aus Versehen drauf gekommen. Oh. Das tut mir ganz aus Versehen leid. Ups. So, jetzt zünde ich aber mal die Untergrundbar. Wollt ihr Tiere euch gegen teleportieren? Ja, das ist das. Also ich wollte weggucken. Kann ich mal schon wieder neu starten. Alter. Markus, du nervst bei sowas. Hat, glaube ich, keinen Sinn weiterzumachen.
Mich hat's diesmal nicht gekickt, hä? Hat's, glaube ich, effektiv keinen Sinn mehr. Es war doch gar nicht so viel Tinte. Doch. Sorry. Tut dir aber nicht leid. Aber es war an der falschen Stelle, TNT. Vielleicht benutzen wir nur falsches TNT. Tess? Vielleicht bist du auch einfach. Plugin-Rapper hier. Ja. Was, das sind voll die Plugin-Rapper. Das ist hier... Die rappen also? Ja. Mann, sind das geile Typen. Joa. Meine Fresse, Minecraft, beeil dich ein bisschen. Gehen. Meine Güte. Natürlich ist Simon auch schon wieder drin, also. Oh. Klar. Ich mich erstmal so ein bisschen wenigstens umsehen. Na, gibt's nicht mehr viel zu sehen. Alter, Apokalypse Now. Hm. Aber, nebenbei, was waren eigentlich die pinken Blätter? Das war Amaranth. Ah. Ach so. Da oben ist ein Silverfisch-Boss. Wie hier einfach noch ein einsamer Flash-Golem unten rumrennt. Ja. Meister, was soll ich tun? Ah. Und dann fällt er einfach runter. Und der brennt wieder hoch. Guardium Leviosa. Nein. Er bringt sich selbst um. Oh, da ist er wieder. Alter, wo willst du hin, Junge? Warte, so viel Silberfisch? Tschüss. Mobbing. Bye-bye. Ach, das sind die Silberfische aus dem Spawner. Spawn High Golem. Mal gucken, ob der rote Augen hat. Schießt er mit Bricks auf seine Gegner? Anscheinend. Ja. Alter, wie Arsch. So Arsch einfach. Einfach mit Steinen nach den Gegnern schießen. Ultra Hungering Silverfish. Weg ist er. Und ja. Don't mess with Steinschmeißer. So. Und wisst ihr was? Käse. Das cool. Auch. Aber ich denke, wir fangen einfach mal von vorne an. Auf dieser Map gut, jetzt. David. Jo, warum nicht? Du weißt, scheiße ist. Niemals. Übrigens, haben wir diesen Turbine-Reaktor, der hier unten war, eigentlich je verwendet? Nein. Okay. Also war das nur eine riesige Materialverschwendung. Ja. Stirb, Turbine. So einzelne SDX kann man immer setzen, aber nur immer nur so eines.
Markus, das ist dein Part. Bam. Das ist langweilig, so einzelne. Ja, aber alles andere ist tödlich. Oh, schon wieder Golden Eggs. Sind Ressourcen schon als SDX, ja? Also. Und sie sehen epischer aus. Naja, also prinzipiell hätte ich da noch eine Idee. LOL. Sag an. Einfach. So ein paar. Die eine Ecke, die von der Mobfarm überlebt hat, vom Mobspawner. Kommt mal zum Mobspawner. Ja. In der einen einzigen Ecke, wo noch was überlebt hat, steht noch ein Skelett rum und wartet. Miep, wo sind meine Freunde? Da. Alter, du bist so ein mieses... Nein, das kannst du dir doch nicht antun. Ich meine, das hast du ihnen angetan, aber das kannst du doch nicht... Nein, kannst du nicht machen. Hä? Gibt's das nicht mehr, das Ender Dragon, ey? Nee. Spawn Ender Dragon? Hm. Das ist ja auch ein bisschen was lame. Ja, doch, gibt's. Ist trotzdem lame. Zack. Geht aber nicht. Schade. Ja, einfach Bats, weil die so viel Sinn machen. Markus, Makro, die ganzen Fledermäuse. Was? Fledermäuse! Und überlasst damit voll den Server. Ah, da schau mal, da unten gehen die ersten Eier los. Hm. Ach, ich hab auch hier toll. Perfekten Platz. Wir gehen erstmal die ersten Eier flöten hier. Mhm. Also Jump'n'Run Map. Ich bin einfach am besten Punkt gelandet. Hep. Ich war tot. Wo steckt denn hier? Da, wo die Bats sind. Ich bin bei unserer ersten Smeltery. Ah, okay. Du musst die nur wiederfinden. Ja, hab sie. Dann geht's weiter. Bye bye. Ui, Kabel. Ach, schau mal, das Mossy Cobblestone. Das ist alles so hell erleuchtet. Das fliegt einfach weiter irgendwie hier. Ja, die haben noch nicht gerafft, die haben den Schuss noch nicht gehört. Oder in ihrem Fall die Explosion. Oh. Oh. Flüssiges Ender teleportiert einen ja weg. Ja. Mhm. Was ich interessant finde. Hm? Kommt mal hier zu dem Enderreaktor. Enderreaktor, ja. Hier unten ist so ein passendes Loch, um hier reinzugehen. Hast du hier so eine kleine Basis? Hä? Enderreaktor, wenn du hinten reinguckst, ja, da kannst du durch das Enderzeug durch. Ah ja. Stimmt. Schön. Wo seid ihr? Wieder hinten raus. Ja. Ah. Ich meinte doch nicht den, ich meinte eigentlich den anderen. Den größeren. Naja. Und klar, hier war ich ja schon. Ich glaube, da geht gerade noch ein Ei los, oder? Oder ist das noch ein Bug? Ach, da gehen auch ganz viele Eier los. Hehe. Ja, hier. Bei dem blöden Pete Farm. Verdient.
Wenn die längste Zeit diese Sachen hieraus besteht, einfach nur darauf zu warten, bis es passiert. Ui, da ist ja ein Eisberg entstanden. Hier bei den Reaktoren. Das schaut ja cool aus. Cryo-Ozean plus Wasser. Ja, und der ganze Schnee außenrum. Sondern jetzt noch Lava. Nee. Da hättest du Pyro-Ozean nehmen müssen statt Lava. Nee. Schau mal, da hinten gehen die Teile los. Wo hinten? Baumfarm. Baumfarm da unten? Nee, die Baumplattform meinte ich. Achso. Die nicht existente. Nicht mehr. Man sieht die Bäume noch. Bei den Bienen? Da ist schon lange nichts mehr bei mir. Ja, aber hier außen rum. Ach, da schon mal, da leuchtet wieder was. Jetzt diesmal die Peat Farm. Jetzt fliegt die Eier einfach so durch die Gegend. Oh. Mit Holzi. Hört einfach Lava dahin. Oh, die arme Kuh. Steht auf dem Buckel SDX. Nein. Tu's nicht! Komm tot. Da unten geht der Reaktor nochmal weiter, hops. Turbine. Ja, totale Vernichtung hier. Reicht aber langsam, oder? Würde ich auch sagen. Wir haben nicht mehr viel, was wir groß vernichten wollen könnten. Oh doch, so diese paar kleinen Inselchen hier überall. So, diese Map stellen wir jetzt zum Download zur Verfügung und wir, wir lassen jetzt die User das komplett rekreieren. Oha. Das ist böse und gemein. Ja, wenn Gronk das sagen würde, würden das Leute machen. Wir sind aber nicht Gronk. Wir sind nicht so asozial, hm? Ja, Gronk ist ja echt asozial. Hat das Eis gerade nur selber hochgehoben? Dein Ernst? Ja. Ich zünd mal ein STX. Wie viele stehen daneben? Noch eins. Mehr nicht. Hui! Die Kuh ist zerfetzt. Hui, Fetzen! Konfetti! Ach, mehr. Der Knaller halt. Auf jedem Kindergeburtstag. Eine Kuh mit Plastiksprengstoff gefüllt. Ja. Kennst du nicht? Die C4-Kuh. Feuerzeug in den Arsch und los geht die Party. Ja, sicher. Ich stell mir gerade vor, wie die ganzen Kinder da gespannt drumherum stehen, die Kuh explodiert und die Kinder einfach alle anfangen hysterisch zu lachen. So ein bisschen psychopathisch. Oh. Alles so Yandere-Kinder. Wenn wir schon, um auf das ursprüngliche komische Thema zurückzukommen. Ach, amerikanisch. Wenn es um sowas geht, muss ich immer gleich daran denken, wie ein Werbespot dafür aussehen könnte. Das ist einfach zu geil. In Amerika? Nein, Werbespot zu irgendeinem Schmarrn, den jemand sagt. Zum Beispiel die C4-Kuh. Ja. Kaufen Sie jetzt wieder die C4-Kuh. Was? Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie vom Old Spice Man. Ich meine, kennt ihr die Werbung? Ja. Old Spice? Ja. By the way, I'm riding horse. Oder sowas, keine Ahnung. Einfach, was einfach keinen Sinn macht. Einfach so, hier, die C4-Kuh. Letztens auch eine interessante Tor-Version davon gefunden. Echt? Ja. Eine gute oder nur eine interessante? Eine interessante. Nach dem Video.
Wobei, es ist schon eine Stunde 10. Ich lasse die Reihe von Eiern noch schlüpfen und dann ist Schluss. Also Reihe von Eiern, ne? Also Reihe. Fliege, Alter! Sei frei! Wo? Oh. Am Blut, Alter. Hm. Der will nicht. Eine einzige riesige Reihe. Reicht doch langsam, oder nicht? Ich meine ehrlich, es reicht. Ich setze jetzt nichts mehr Neues, aber der Rest, der hier noch steht, der soll schon noch weg. Ui. Ist ja zum Glück so wenig. Ist ja zum Glück so viel gleichzeitig. Ui. Die einfach hier in der Ecke nur die beiden Millennium-Blocks überlebt haben, ne? Da unten fliegt noch mehr Kram hoch und explodiert. Mal gucken, wie es ein Creeper gefällt, wenn man ihn in die Luft jagt. Gar nicht. Puff. Puh. Wow, da unten ist aber hell. Ich muss sagen, der Eisberg sieht schon sehr episch aus hier momentan. Weißt du, Cryotherm an der einen Seite, dann Stein, dann Eis, dann Lava, dann Pyrotherm, dann Feuer, dann Stein, dann Wasser. Ja, hat was. Wo ist das Pyrotherm? Zwischendrin. Ach, da unten. Dieses hellgelbliche. Hm? Ach, so ist da ein Eisberg raus. Ah, okay. Da weiter unten. Ja. Das sieht wirklich cool aus. Ah, da hinten ist noch ein bisschen was am Leuchten. Und Peng. Heb dich selbst durch, Ei. Genau. Ja. Flieg und Sieg. Oder flieg und verzieh dich, wie es scheint. Hui. Ja. Eier durch die Gegend schubsen. Eier schubsen. Ich bin dabei. Es war so klar. Hui. Warte ab, bis es schaukelt. Mhm. Guck mal, da hinten können wir noch anfangen. Wo? Lass mal gucken. Da, wo vorher unsere kleine oben Farm war. Warte, wo kommt dieses Haus her? Habe ich gerade gespawnt. Wieso hat das eine ganz andere Farbe und alles? Ist das random? Nein. Das ist einfach ein Multiplayer-Haus. Also wir hatten ein Singleplayer-Haus gespielt gehabt? Ja. Multiplayer-Haus hat ja keine Items. Nee. Okay. Die müssen manuell noch mit reingebracht werden. Ah. Kaputt. Naja. Dann... Na? Dann lassen wir es gut sein. Mhm. Reicht aber nicht mehr. Eins noch. So. Na, Markus, mach du mal. So, bis zum nächsten Projekt. Jo. Tschüsschen. Mit Üsschen. Nein, okay. Einfach nein. So, dies war unsere Multiplayer-Map. Damit haben wir das nächste Minecraft-Projekt auch schon abgeschlossen. Mhm.